Was ist ein Ahn? Ein krasser Vampir? Gut. Mega Vampir? Wir sind alt. Platz. Wir sind einfach alt, Mann. So antik, meinst du? Ja. Tja, dann lassen wir jetzt wohl auch schon Blutbeutel liegen. Eieiei. So weit ist es schon gekommen. Wir brauchen Leute. Echt so? Können wir nicht die Sense liegen lassen? Könnte man liegen. Benutzen wir eh nicht. Die Achse des Bösen. Komm, ist echt so. Benutzen wir niemals. Werden wir niemals benutzen. Also von daher, die könnten wir es auch mit dem Schwert machen. Das Bastardschwert? Ja, komm, was willst du damit? Ja, okay. Wir brauchen unser Schwert und das reicht. Eigentlich kannst du den Bogen auch liegen lassen. No. Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ach, schwer halt. Der ach komm, den cool. Haben wir das ganze Spiel, den haben wir am Anfang einmal von Wilhelm schießen lassen und dann haben wir ihn weggesteckt. Nee, da hatten wir tatsächlich noch einen anderen Kackbogen. Ja, dann egal, ob es ein Kackbogen ist oder nicht, aber wir werden nicht den benutzen. Bogen will ich noch behalten, komm, ja, dann geben wir unseren nächsten Kompagnon. Oh, Team Attack. Nice, König. Zurück, zurück! Alter, dein Kumpel hat dich schon abgeschossen, Mann. Du hast hier den nicht. Der denkt sich, mit euch! Hat mich der Papier angeschossen? Und sein Schwert? Wer ist das? Ja! Ist das? Ja! Stirb! Ja! Stirb! Ja! Alter. Hör auf! Hey! Hör auf! Sei dir nicht gestattet, meinem Körper wertvolles Blut zu entziehen. Weg den Flock weg. Ich der hatte gerade den Flock fallen gelassen? Nee, eine Waffe. Nee. Ey, du willst auch keinen Flock haben. Ja, das stimmt schon. Glaub dich selber, du Arsch. Wer ist das? Das Wasser des Lebens ist nun Feuer auf meiner Haut! Alter, was sind das für Geräusche? Oh, hat jemand so eine Ghetto-Blaster gemacht. Die heilige Handgranate. Halleluja. Kennst du die eigentlich auch noch von Worms? Ja, klar. Oh, liebe die heilige Handgranate bei Worms. Ja, die ist mächtig. Aber die habe ich meistens, wenn ich sie benutzt habe, habe ich sie meistens immer verworfen, weil ich total schlecht mit Handgranaten war. Oh, ich habe TNT so gern geworfen. Das könnte man auch schön ablassen mit dem Ninja-Seil. Ja. Oh, ich war Meister im Seilen. Also wirklich, dieses durch die Gegend seilen war so geil. Ja. Ich weiß noch, ich habe das damals mit meinem Vater gespielt und dann war es immer so, mein Vater war auf der anderen Seite der Map und hat immer gedacht, oh, hier kommst du nicht hin, so schnell. Und ich, warte, Seil rausgeholt, frung, 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 und dann stand ich neben ihm. Was ist denn los, wenn ich gut positioniert? Was ist mit dem anderen los? Ich glaube, die haben echt irgendwie Widerstand gegen unsere Fähigkeiten. Ja, ich kann mir das nicht anders erklären. Das sind halt Menschen. Ja! Na gut, aber das sollte... Gut, es sind Menschen, die auf Vampire vorbereitet sind. Ja. Den Blutbeutel. Ja. Ah, ich bin geizig. Ja, dann nicht. Geiz ist nicht geil. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Zur Hölle mit euch! Erstmal den Flöcker. Oder hinten ist noch einer. Ja, der andere hat uns akzeptiert, wie scheint. Ja. Zur Hölle mit euch! Schon. Er guckt nur blöd. Ach, hier, das ist die Tafelkammer. Hier haben die ihre ganzen Forschungskabel. Die haben auch nur Farbpatronen in ihrer Waffe. Oh! Heilsalbe. Wow. Braucht kein Mensch. Können wir schön stehen lassen. Doch, braucht Mensch. Aber kein Vampir. Diamantring. Das bringt uns vorwärts. Zack. Werden immer bonziger. Ich glaube, jetzt haben wir 95. Ja, das kommt gut hin. 100. 100. Okay. Okay, Max. Alles klar. Wir sind der Schönste. Dass sie uns überhaupt noch angreifen. Dass sie nicht erblinden. Wir müssten alle mit einer Erektion durch die Gegend laufen. Oh, das ist der König. Ja! Das Wasser des Lebens ist nun Feuer auf meiner Haut. Ja, alle Sätze nerven. Die Geräusche nerven. Oh, ich finde, eigentlich ganz cool. Ja, aber nicht. Ja. Da liegt Money. Money, Money, Money. Bücher brauchen wir nicht. Machen wir nix.
Goldring. Oh, was ist das? Das ist irgendein, oh, irgendein Buch. Egal, erstmal töten. Er streichelt seinen Flammenwerfer. Ui, aber schön nicht. Würde ich auch machen. Würde ich auch gerade sagen, bist du das? Ah, der hat zu viele Haare. Lockruf des was? Leichnams? Was war das? Der Flammen. Oh! Taumaturgie. Achso. Haben wir die Intelligenz nicht oder können wir das schon? Wir sind einfach zu blöd. Nee, wir sind schlau genug. Achso. Dann können wir das wohl schon. Achso. Echt? Ja. Lockruf der Flammen haben wir schon. Hm. Wollen wir es da liegen lassen oder vielleicht... Na komm, das nimmt nur einen kleinen Platz mit. Das nimmt nur einen kleinen Platz mit. Ja, genau. Ja, ja. Ich kombiniere schon wieder Sätze. Mit anderen Wörtern. Richtig. Oh, Computer. Ah, hallo, na, hallo. Was jetzt hier? Der Fall von Schloss Vigerath. Ergänzung des Originals durch Bruder Meinhard von Arcanum. Im 12. Jahrhundert wäre es den Anhängern des Vukotlak fast gelungen, ihn aus der Starre zu befreien. Doch die Brucher Promethea und der Ekaterina der Weisen vereitelten diesen Plan und machten Schloss Vigerath dem Erdboden gleich. Ekaterina arbeitete mit den sterblichen Praks zusammen, die unter den Verwüstungen der Anhänger Vukotlaks litten. Anfangs halfen die Sterblichen den Promethäern, doch auf lange Sicht litten die Kainiten darunter. Ekaterinas Tat führte zu einer Opposition gegen die Vampire, die schon bald zur Inquisition ausuferte. Aha. Oh. Das dann ist blöd gelaufen. Dann kamen die ersten Flock-Menschen. Mhm. Die Flock-Völker. Flockisten. Flockartis. Eine Flockade. No. Oh Gott. Ja, hat wohl nicht so gut geklappt, der Plan von Ekaterina. Auch wenn das eine schöne Idee ist. Zur Hölle mit euch! Aber so sind die Menschen immer. Ja. Sagen wir, stirbt halt auch wieder. Alter, wie weit ist dieser Raum denn noch? Und wir sind nur auf Ebene 2. Also das Areal geht mir jetzt wirklich gerade ein bisschen auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, weil es sind irgendwie alles so eine Räume. Alles sieht gleich aus. Hier sind auch überall nur Klone. Hier ist der Pausenraum. Das ist ein Riesenbett. Können Sie sich nochmal hinlegen zum Entspannen. Zur Hölle mit euch! Schlaf ruhig, genau. Volle Schachtel. Das Kreuzkristi. Ein Mensch. Mann, wie groß die Betten sind. Ja, das sind halt auch einfach nur Zementblöcke. Also groß und nicht bequem. Ja. Das eine macht das andere wieder weg. Oh! Fettes Jagdgewehr. Geil. Braucht aber kein Mensch. Doch, braucht Mensch. Braucht das ein Vampir? Braucht aber kein Vampir. Kannst den Bogen wegschmeißen. Ich schmeiß die Pistole weg, oder? Ja, ich glaube nicht, dass es passt. Warte. Versaust du schon wieder unseren Platz? Er versaut den Platz. Nutzt es eh nicht. Ja, im Zweifelsfall verkaufen wir es. An wen? An den Waffelhändler. Hey, oh wow. Welchen? Den wir bestimmt bald treffen. Bargeld. Denn wir finden Bargeld. Das PC, den kann man nicht benutzen. Ja, doch kannst du. Du kannst reingehen. Du kannst in sein Innerstes blicken. Ich bin Hacker. Ach so, funktioniert das? Wenn du in einen anderen Computer eindringst. Ja, ja. Ah. Das Wasser des Lebens ist nur Feuer. Oh, ich hab keinen König. Ah, ich hab keinen König. Kacke. Hui. Ich glaub, wir speichern gleich nochmal. Ja, auf jeden Fall. Dann geh erstmal zum anderen Schießer da. Na, Schießerunterwäsche. Zur Hölle mit euch. Zur Hölle mit dir. Das war schon wieder viel zu knapp. Ja, ja, ja. Da ist ein Leserbrief. Aus dem Tagebuch Vater Leo Alatius, Leopolds Gesellschaft, September 1999. Heute beginnen wir mit den eigentlichen Ausgrabungen an Schloss Vigerath. Hoffentlich finden wir eine Menge wertvoller Artefakte und Schriftstücke. Das hier kostet mich ein Vermögen. Einige der großen Reliefsteine sind ziemlich schwer zu durchbrechen. Was? Hat er gerade im Netz zu brechen.
Hat er die Brillen gesehen? Nein, ich habe da nicht so genau drauf geachtet auf sein Wortlaut. Ich meine, der hat die Brillen. Also entweder höre ich schwer. Genuschel. Einige von ihnen sind ja irgendwie. Wir gehen ja jetzt gar nicht nach Hause, wissen wir. Nick brechen. Maul hauen. Wieder Zippe. So laufe ich hier mit geöffnetem Inventar. Das ist viel Platz. Oh, wow. Wollten wir nicht speichern? Wollten wir, ja. Komm hier, die machen wir mit. Das Wasser des Lebens ist nun Feuer auf meiner Haut. Ja, auf meiner Haut. Das Wasser des Lebens ist nun Feuer auf meiner Haut. Zack, zack. Okay, speichern. Freund war es noch nicht, jetzt ist es Feuer in einem Schritt. Was ist wieder nicht? Bist du gerade gespannt? Welche Blutsauger zur Hölle mit dir? Komm. Ich wollte gerade sagen, trink was. Akzeptiert mich. Ja, haben sie. Aua. Jetzt blättert der andere hinter uns auf uns. Ah, der da hinten. Ja. Und der mit dem Flock dreht sich nur im Kreis und denkt sich, ist das ein schöner Mann. Er macht so eine schöne Stöhngeräusche. Zur Hölle mit euch! Oh, ein Armreif. Wir werden noch schöner, Marco. Also nein, wir können nicht mehr schöner werden, aber... Oh doch. Oh doch. Mit dem Klimper, Klimper. Ah, wir haben keine Rüstung, keinen Helm. Das sollten wir ändern. Ja, gut. Gut, das ist sollten jetzt... wir. Ungewöhnlich in diesem Zeitalter. Aber wir brauchen finden eine bestimmt Basecap und ein T-Shirt. Richtig. Bandshirt. Und irgendeiner Heavy Metal Punk. Ja, genau, Heavy Metal Shirt. Das ist die beste Rüstung. Wieso gehst du nicht in den Raum? Was? Da war ein Raum? Nicht, oder war es nur ein Fenster? Was da? Das ist ein Fenster. Echt? Oh. Irgendwie gibt es da keinen Eingang. Na gut, dann nicht. Das wäre ein Raum gewesen. Ja. Oh, da ist ein Raum. Wer ist das? Vorsicht, König. Ja! Das Wasser des Lebens ist nun Feuer auf meiner Haut. Feuer auf meine Hose. Feuer in meine Hose. Aua. Stirb, Vampir. Stirb. Hörst du, wie dein Unleben weicht? Ach, guck mal hier. In der leeren Lagerhalle stehen sie zu dritt. Ja, ja. Wer weiß, was die hier getrieben haben. Wir machen Inventur. Wo sind denn eigentlich die Leute? Oh, die machen Inventur. Wir haben doch gar keine Ware. Ja, die müssen die Listen ausfüllen, was alles nicht da ist. Muss alles nachbestellt werden. Oh. Okay. Jetzt wird's spannend. Das sieht ja schon mal ein bisschen anders aus. Kommen wir aus dem Regal raus? Ja. Cool. Stirb, Vampir! Hallo. König. Immer diese verdammten Termiten. Kaniten. Ja, das muss hier echt häufig vorkommen. Ich wollte gerade sagen, dass da irgendwie so ein Sarg geöffnet wird. Oh, schon wieder. Ah. Er schießt seinen Kumpel. Oh, ich bin kein König mehr. Das ist nicht gut. Platsch. Fallen einer nach dem anderen. Was ist denn das für eine riesen Tür? Das ist halt die Leopold-Gesellschaft. Die sind ja, so fast so bonzig wie wir. Na, ja, nur fast. Ja. Ich meine, die Angestellten sind ziemlich uncool, aber... Unbonzig. Können wir... Oh. Okay, da kommen wir nicht durch. Gut. Dann müssen wir das wohl irgendwie oben freischalten oder so? Ich weiß es nicht. Ja, eine Tür freischalten. Oh, nicht schon wieder. Immer diese lästigen Kanitenprobleme. Ich hol den Kanitentöter. Hammerjäger. Oh, oh, oh. Na warte, du Schrotflintschütze. Ne? Ich hau dich irgendwann nach 10 Versuchen. Ja, oder nicht? Ich schwöre es, ich hau dich. Du wirst schon getroffen, glaub mir. Halt ins Feuer nur. Gut. Mhm. Wir sind König. Hallo, ihr könnt uns alle mal. Ich schicke dich geradewegs zur Hölle. Hey, was? Gut, dass wir König sind. Stirb, Dreck.
dreckiges Biest. Nenn mich nicht dreckiges Biest. Dreckiges Biest. Weicher Blutsauger, zur Hölle mit dir. Stirb, dreckiges Biest. Komm schon, stirb. Ja. Was war das? Was war denn bitte das? Wow. Er ist überrascht gewesen. Wow, wow. Ja. Oh, guck mal, alte Tränke. Oh. Reliquien. Du wie dein Unleben reicht? Hallo, wie kannst du es wahrnehmen? Zur Hölle mit euch! Jetzt steht er da und tut so, als hätte er nichts gemacht. Ich war das nicht. Da kam einer vorbei und hat auf einmal Feuer geschossen. Das. Onyx-Ring. Goldring. Ist okay. Mensch. Bargeld können wir mitnehmen. Oh. Bargeld können wir mitnehmen. Das? Ach so, das ist nur Deko. Ach so. Oh. Das ist noch eine Tür. Mhm. Revolver haben wir schon. Die geizen hier aber auch nicht mit Türen, kann sein. Ja, waren gerade im Sonderangebot. Braucht man mehr Räume. Da haben wir schon mehr. Zur Hölle mit dir. Weiche Blutsauger. Ich hab jetzt gesagt, dass ich 600 Türen nehme. Zur Hölle mit euch. Also 600 Räume. Genau. Die Türen müssen verbaut werden. Jetzt krüppel hier nicht so weg. Leopold Gesellschaft hat ein Türen-Imperium. Hier verkaufen Türen. Aber nur hochwertige Türen. Aus dem Tagebuch Vater Leo Alatius. Leopolds Gesellschaft. Oktober 1999. Dammt. Die Chimiske haben uns von der Ausgrabungsstätte vertrieben. Sie haben die Hälfte meiner Männer auf dem Gewissen. Wir konnten gerade noch mit den Artefakten entkommen, die wir gefunden haben. Ich kann nicht glauben, dass der Herr diesen Hohn zulässt. Bruder Ignatius beharrt darauf, dass die Reliefsteine über den Ruinen eine Art Schutzzauber bilden und nach dem Fall von Schloss Vischerat dort angebracht wurden. Er fürchtet, die Chimiske könnten die Ruinen ungehindert plündern, wenn wir sie erst entfernt haben. Mir missfallen seine frommen Sprüche und ich vermisse ihn nicht sonderlich. Auch wenn er bei der Auffindung der Ruine sehr hilfreich war. Toll. Ja, verdammt. Sehr schön gelesen. Hervorragend. Zur Hölle mit euch! Ja, die Chimiske sind auch noch wieder am Start hier in der Neuzeit. Ja, aber sind nicht sowieso alle in der Neuzeit auch wieder vertreten? Wenn man sich mit Vampire ein bisschen beschäftigt hat, gibt es ja sowieso noch alle. Aber jetzt aus der Sicht von Christoph. Aus unserer Sicht sozusagen. Aus unserer Sicht sind wir der König des Reichs. Außer dass uns heutzutage niemand mehr anerkennt. Wir haben halt noch nicht die Bonzenklamotten an. Das wird es wahrscheinlich sein. Wir sind hier so zerrissen unterwegs, deswegen können die uns nicht ernst nehmen. Ja, es ist, die denken sich, ja, ist das der König? Ist der? Nee. Ist der von damals? Nee. Doch. Das ist König Christoph der Erste. Wer ist das? Spürst du, wie dein Unleben weicht? Ja. Schon ein bisschen. Aber euer weicht schneller. Hui, Spaß. Das ist gerade echt so eine Schnetzel. Ah, das sieht zwar schon ein bisschen besser aus als unten im Keller. Ja, aber es ist trotzdem immer noch so. Du rennst von Raum zu Raum und hoffst den Leuten nicht in die Finger zu bekommen. Sie werden brennen wie Zunder. Oh, guck mal, der sammelt Baseballschläger. Gucken wir uns mal an, welcher da so hat. Abgeschlossen. Was? Dein Ernst? Ja, so ein mächtiger. Oh, da das Buch, das linke, das weiße. Oh. Ist ja, das ist richtig krass. Das ist kein Baseballschläger. Stab. Aha. Okay. Ist der Ultra. Ich würde sagen, den nehmen wir mal mit. Ja. Gegen das Gewehr. Komm. Aha. Kann der denn? Was der kann? Ja, wissen wir nicht. Können wir nicht. Ach so. Ach, der war unidentifiziert. Ja. Nicht bestimmt. Silberkettchen. Bestimmt nicht. War da oben noch was? Kannst mal gucken. Warte. Was war das Y? Achso, cool. Ach ja, wir sind ja winzig. Die bauen einfach so groß. Da ist noch ein Zettel auf dem Tisch. Jo. Da kann gleich wieder der Goldrahmen rein. Ja, okay, haben wir schon.
Silber, Diamant. Oh, das tauschen wir mal gegen Gold und Gold. Okay. Auch wenn wir schon auf Maximum sind, aber egal. Scheiß drauf, immer das Bessere. Bogen weg, Bogen weg. Aus dem Tagebuch Vater Leo Alatius, Leopolds Gesellschaft. Gott gewährte mir die größte Gnade. Einen alten Vampir, schlafend, in tiefer Starre. Er ist ein blasphemischer Ketzer, der das rote Kreuz eines Kreuzzüglers trägt, um alles Heilige zu verspotten. Es ist mir eine Freude, eine solch teuflische Kreatur zu quälen. Ich habe ihn zu meinem Haus verfrachten lassen, wo ich ihn fesseln und mit frischem Plasma mästen werde. Dann werde ich voll mit seinem Blut die Chimiske zur Strecke bringen, die es wagten, die Artefakte zu stehlen, die mein rechtmäßiges Eigentum sind. Ich weiß kaum etwas über sie, außer, dass sie eine beträchtliche Menge Erdreich dort ausgegraben haben, welches sie nach London transportierten und von dort aus nach New York, der diabolischen Heimat des Sabbat. Sie müssen etwas Größeres vorhaben, wenn sie so viel Heimaterde benötigen. Mhm. Muttererde, Humus. Oh. Das ist ja aber auch so ein richtiger Splasher hier. Natürlich. Der sagt sich, ja, hier, guck mal, der verunglimpft Gott. Das geht ja gar nicht. Ach, weißt du was? Ich zieh mir auch mal ein bisschen Vampirblut rein. Genau. Das ist, das muss die Lösung sein. Und dann bin ich ziemlich krass. Genau. Aber weil ich es ja für einen guten Zweck mache und so weiter. Ja, ja, der Zweck heiligt die Mittel. Was? Der Zwerg reinigt die Kittel. Genau. Zur Hölle mit euch! Was sind da? Blaue Diamanten? Da kommen wir nicht ran. Nee, geht nicht. Gucken wir gleich mal. Die Tür ist Deko. Nee, da kommen wir nicht ran. Da gibt es auch keine Tür oder sowas, die man aufmachen könnte. Ja, stimmt. Das ist doch das Amulett des... keine Ahnung, das, was wir Aneska gegeben haben. Aneska muss auch irgendwo in dem Schrank sitzen. Ja, oh, guck mal, es sind bestimmt zwei Fälschungen. Ja, natürlich, nachmachen. Oh, das sieht gut aus. Ja, oh ja, ich glaube, da müssen wir hin. Dann gucken wir uns erst nochmal um. Er steht da nur und sieht da ein Vampir von links nach rechts laufen. Alle niedermetzeln. Okay, ich wollte eingreifen, aber ich dachte mir, nee. Mach die zur mal. Hölle mit euch! Den haben wir jetzt gleich geschafft hier. Sehr gut. Ja! Also nicht, dass ich sagen würde, Gott sei Dank, zur aber Hölle Gott mit sei euch! Dank. Also Christoph sagt auf jeden Fall Gott sei Dank. Zack. Er sagt Elektra, nee. Katharina, Gott sei Dank. Anes, Gott sei Dank. Oh, was liegt da oben? Eine Uhr. Golduhr, glaube ich. Auch kein Mann. Der hat auch nichts mehr gerallt. Wir hatten nicht mal den König. Goldur. Stimmt. Der hat einfach die ganze Zeit zugeguckt, während wir die verprügelt haben, hier alles eingesammelt haben, einmal rumgelaufen sind und dann. Ich bin gar nicht da. Eigentlich hätten wir ihn leben lassen müssen. Ja, eigentlich schon. Der hat uns extra ignoriert. Ja. Okay, aber der König möchte nicht ignoriert werden, deswegen wurde er getötet. Also, speichern. Ja, jetzt kommen wir zu Leopold wahrscheinlich, oder? Ich glaube schon. Oder zu irgendeinem von diesen Briefverfassern. Dann geh mal hin. König schon mal bereit. Hallo, dreckiger kleiner Kainit. Ich bin Bruder Leo Alatius und töte Blutsauger wie dich seit 200 Jahren. Seit 2 Wochen. Ich habe kein Verlangen zu kämpfen. Gut, dann gib dein Blut kampflos auf. Es wird wunderbar in meine Sammlung passen. Frühe Generation, 12. Jahrhundert. 1140? Eine Dekade mit guten Vitae-Jahrgängen. Ich möchte nur fort von diesem Ort, aber ich werde euch töten, wenn ich muss. Deine Zeit ist abgelaufen. Du passt nicht in diese Welt. Du hast niemanden, du bist niemand. Ich werde dich von diesem fremden Land der ewigen Einsamkeit und Leiden erlösen. Ich habe nicht 800 Jahre ausgeharrt, um durch euch zu sterben. Hey. Guck mal, der hat ein Quietsche-Entchen-Stab. So, ich bin der König. Wusstest du das schon? Was ist das für Musik? Dramatisch. Zur Hölle mit euch! Leopold wird sterben. Ja, ja. Zur Hölle mit euch! Ja, ja. Also er ist hin und weg von uns. Er denkt sich, wunderschön. Oh, oh.
Ach nix. Haut uns mit dem Knüppel auf den Kopf. Zur Hölle mit euch! Der Jager. Oh, ein schönes Kompliment habe ich noch nie bekommen. Nein, tu mir nicht weh. Ist dein Ernst? Nein, können wir es lassen? Tu mir nicht weh. Weiß ich nicht. Lies erst mal den Zettel. Scheiße, kein Zettel. Leg hier mal ein bisschen Munition hin, mach damit keinen Schabernack. Wie du tötest mich. Aus dem Tagebuch Vater Leo Alatius, Leopolds Gesellschaft. Diese verdammten Chimiske sind schwer ausfindig zu machen, denn sie haben die kriminellen Giovanni beauftragt, die Spuren ihrer Transporte zu verschleiern. Doch fließt erst das Blut meines schlafenden Vampirs durch meine Adern, werde ich sie finden und den schlafenden Vukotlak zerschmettern. Und mit Vukotlaks Blut in meinen Adern habe ich die Kraft, alle Vampire zu vernichten. Natürlich meine ich nicht alle. Ich werde eine gut erhaltene Vampirschar gefangen halten, die mich mit Blut versorgt. Und ich muss alle anderen Vampirjäger vernichten, damit diese Schar nicht gefährdet wird. So erlange ich unendliches Leben, ohne den Fluch Kains auf mich zu laden. Das wird einige Zeit dauern, doch ich habe alle Zeit der Welt. Die ersten 300 Jahre meines Daseins werden ein Wimpernschlag sein. Verglichen mit meiner heiligen Herrschaft über die Erde. Morgen werden wir versuchen, ihn zu füttern, ohne ihn zu wecken. Gut. Ja, hat wohl nicht geklappt, wa? Alles klar, aufs Maul. Oh. Ja. Gesessen. Das hat er verdient, denke ich. So ein Psychopath. Er wollte sich also mit dem Blut von verschiedenen Vampiren einfach krass machen. Ja. Und dennoch so mit reinem Gewissen so, ja, ich hab den Fluch ja gar nicht auf mir. Ich bin ein heiliger Mann. Und natürlich nochmal auch alle Vampirjäger. Ja, genau, aber ich bin ein heiliger Mann. Und hier ist ja, sieht genauso scheiße aus wie jeder andere. Ja. Können wir auch hier. Ja, was können wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ach, ist jetzt vielleicht. Nee, das war ja gar keine Tür. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ey, was sagt denn du? Wir müssen immer noch entkommen, oder? Finden Sie die Quelle der Lieferung. Okay. Geh nochmal hinten in den anderen Raum. Oder können wir da jetzt rein? Die Quelle? Da waren wir. Können wir jetzt unten lang? Vielleicht. Hier ist das Trap-Maus. Trap-Maus. Oh no. I hate it. Achso, da. Können wir jetzt hier irgendwo? Was hatten wir denn noch an Optionen damals? Keine Ahnung. Als wir reingekommen sind. War nicht reingekommen? Ach, das ist jetzt aufgegangen, okay. Ich kann es kaum erwarten, diese verdammten Kalmiten in die Finger zu bekommen. Diese Ziegen brennen wie Zunder. Brennt gleich. Die Tunda. Die Flunder. Was war das für ein Geräusch? Das klang wie so eine hat kaputte genießt. Achi. Das wie eine kaputte Vorspielung. Na komm. Geh raus hier. Hallo umbringen. Erstmal heilen. Und hallo umbringen. Ach komm. Wir müssen unbedingt noch ein bisschen mehr Geschicklichkeit leveln. Ja. Damit wir immer treffen. Immer. Geschicklichkeit 100. Gut, aber ich sag mal so, wir können das jetzt ja da reinstecken. Ach, wir können auch was. Ja, wir haben ja den König fertig gelevelt. Ja. West London. Geil, ich bin gespannt. Nun ist mein Verstand am Ende. Ich bin durch den Schlaf verrückt geworden. Wenn ich nicht verrückt bin, dann ist es die Welt. Glastürme ragen über die höchsten Kathedralen hinaus. Stahlkarossen jagen durch die Straßen. Die gepflasterten römischen Straßen, über die ich einst als Kreuzritter schritt, sind nun ein einziges Band schwarzen Steins. Und diese Straßen sind mit nachtwandelnden Londonern überfüllt, die von der Gefahr der Vampire unter ihnen nichts ahnen. Sind sie durch die nächtlichen Phantomfackeln, die meine Augen schmerzen, mutig geworden? Meine Welt existiert nicht mehr. Und alles, was ich liebe, ist mit ihr untergegangen. Jetzt musst du modern werden.
Oh nein, Pessimisten Christoph. Er hat ein kleines Jetlag. Pessimistoff. Jetzt muss er sich erstmal ein Handy zulegen. Wo hat er denn jetzt bitte gepflasterte Straßen und nächtliche marschierende Leute und was weiß ich nicht gesehen? Das weiß ich auch nicht. Aber? Was ist das? Oh ja. Disco. Boah, hier muss irgendwo ein Nachtclub sein. Dann wieder zu Disco, Christoph. Disco. Das ist ja auch gut, dass wir die ganze Zeit hier mit einem gezückten Schwert durch die Gegend rennen. Ja, es ist egal. Macht ja nichts. Wollen wir mal speichern? Ja. Gut. Ah, Marco? Ja. Weißt du was? Was denn? Ich würde beim nächsten Mal weiter. Ja. Unten weil verschiebt. Es Nacht ist. Okay. Und in der Nacht gehen Vampire schlafen. Das macht Sinn. Nee, aber ich würde sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Alles klar. Und dann bis dahin. Auf Wiedersehen. Ja, bis dahin. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Auf Wiedersehen.